Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Einen wunderschönen Sonntag für dich. Ja, super schön, dass du wieder mit dabei bist. Nach der zweiwöchigen Pause, ja, das ging leider gerade nicht so wirklich anders, weil sowohl Soul Food als auch Body Repair sind in der nächsten Runde gestartet. Aber deswegen freue ich mich gerade umso mehr, dass ich wirklich wieder auch hier im Bereich Content mein Herz und meine Zeit reinstecken kann und habe deswegen auch heute eine ganz, ganz besondere Folge für dich. Ich denke, die unfassbar wichtig ist und dir mit Sicherheit auch nochmal den ein oder anderen Aha-Moment schenken wird. Ja, wie gesagt, die Folge liegt mir heute extrem am Herzen, weil ich möchte nur nochmal tiefer über das Thema intuitive Ernährung sprechen. Und zwar ist mir extrem aufgefallen, dass das ganze Thema ja so ein bisschen zu einem Trend wird, aber einen Trend, der aufgebaut ist auf einem ganz falschen Fundament. Und ich finde, dass das Ganze so ein bisschen eine gefährliche Wendung sogar nimmt. Und deswegen ist mir ja einfach nochmal wichtig, hier in dieser Folge da über das Thema nochmal wirklich aufzuklären. Und zwar intuitive Ernährung. Das fällt mir immer mehr auf, dass es wirklich falsch verstanden wird, also was eine intuitive Ernährung ist, dass die intuitive Ernährung nichts mehr mit Selbstfürsorge zu tun hat. Weil eine intuitive Ernährung ist nicht der Start, irgendwo hinzugelangen, sondern eigentlich ein Resultat aus einer ganz tiefen inneren Arbeit und der damit verbundenen Selbstfürsorge. Also intuitive Ernährung kann nur wirklich richtig funktionieren, wenn es auf dem richtigen Fundament aufgebaut ist. Und dieses Fundament ist Selbstfürsorge. Das heißt, das kommt eigentlich zuerst, bevor du überhaupt in der Lage bist, dich intuitiv zu ernähren. Und wie gesagt, dadurch, dass ich so oft beobachte, dass das Thema sehr falsch angegangen wird und sogar gesundheitsschädigend wird, ist mir das super wichtig, in dieser Folge hier wirklich nochmal tiefer drauf einzugehen und ja, mit dir darüber zu sprechen. Also, um das Ganze wirklich nochmal verständlich zu machen, muss ich ein bisschen tiefer einsteigen und ein bisschen ausholen. Und zwar, der Grund, wieso wir überhaupt diesen Kampf mit unserem Körper führen, der liegt auf einem ungeliebten Fundament. Also das Fundament ist darauf aufgebaut, dass wir eigentlich denken, nicht gut genug zu sein. Ja, nur weil wir das denken, kämpfen wir überhaupt so gegen uns selber. Ja, und deswegen haben wir zum Beispiel feste Glaubenssätze integriert, dass wir denken, dass wir glücklicher werden oder wären und uns besser fühlen würden, wenn wir anders wären. Und das kann sich auf allen möglichen Ebenen widerspiegeln. Aber wir bleiben einfach mal kurz bei dem Thema Körper wirklich. Wenn das so ist, dann denken wir so oft, dass sich ja unsere fehlende Selbstakzeptanz und Annahme und Selbstliebe verändern wird, wenn wir im Außen etwas ändern würden. Sprich, wenn wir uns körperlich oder optisch verändern. Das heißt, wir wollen eigentlich innerlich zufriedener werden, wenn wir im Außen etwas verändern. Also wir denken, wir erlangen einen Punkt im Inneren, wenn wir im Außen aber etwas verändern. Also du hörst vielleicht schon, das hört sich schon total komisch an und kann halt auch überhaupt nicht funktionieren. Nur diesen Weg, der ist so normal geworden, dass wir den gehen, dass wir das irgendwie immer und immer wieder tun. Das heißt, wir denken wirklich, der Tag X, an dem alles besser wird, der existiert. Ja, ich muss etwas verändern im Außen und dann wird es mir besser gehen. Und diesen Tag X, den gibt es aber nicht. Ich habe da in einer anderen Folge, eine ganz, ganz frühe Folge, schon mal drüber gesprochen. Also hör dir die super gerne nochmal an. Was ich aber hiermit eigentlich sagen möchte, ist, dass dieser Tag X eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir uns immer mehr von uns selber entfernen und eine noch größere Distanz eigentlich zu uns selber aufbauen, also zu dem Teil, der denkt, nicht gut genug zu sein. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt kämpfen. Und
Diesen Tag X, den haben wir übrigens auch in allen möglichen verschiedenen Bereichen. Also sei es der neue Job, der liebevolle Partner, die neue Wohnung, ja egal was. Und der Punkt ist immer, wenn wir dieses äußere Ziel erreichen, dann gibt uns das für eine gewisse Zeit ein gutes Gefühl und dann vergeht das halt wieder. Und das kann uns immer nur temporär ein gutes Gefühl geben. Wieso ist das so? Weil das Ganze aufgebaut ist auf einem Fundament eigentlich von Selbsthass. Jetzt mal super krass gesagt, aber damit meine ich, dass wir etwas anders haben wollen im Außen, um uns wertvoller zu fühlen. So, und das ist jetzt natürlich ein Punkt, da müssen wir richtig knallhart ehrlich zu uns sein. Wenn wir jetzt natürlich einfach sagen, nee, ich will den Körper haben, weil ich das für mich mache und so weiter, dann kommen wir da halt keinen Schritt weiter. Aber wenn du jetzt mal wirklich tief nachgehst, dann weißt du, dass du denkst, dass du dich besser fühlst, dass es dir besser geht, wenn du im Außen einen anderen Körper hast und du dann mehr Richtung Selbstakzeptanz und Selbstliebe kommst und dann wird alles gut und dann kannst du dich selber annehmen und dann kannst du dich selber lieben. Ja, mir ging es selber unfassbar lange so, deswegen weiß ich das so gut. Und ja, wie du weißt, ich arbeite ja auch mit vielen Frauen zusammen, auch wenn die sich das am Anfang nicht eingestehen, das ist eigentlich immer der Grund. Und wenn das so ist, dann entsteht halt dieser Kampf oder dieser Weg, den wir gehen, auf einem Fundament aus Selbsthass. Und das kann überhaupt nicht funktionieren. Und das ist der Grund, wieso wir in diesem ewigen Kreislauf, also dieser ewigen Schleife bleiben. Wenn die 5 Kilo runter sind, ja, dann geht's mir besser. Wenn ich doch definierter bin, dann geht's mir besser. Dann kann ich mich wirklich lieben. Ja, ich denke mal, da kannst du dich gerade auch ganz gut reinfühlen. Aber wenn die 5 Kilogramm dann runter sind, dann sehen wir immer, dass wir eigentlich noch nicht so richtig zufrieden sind. Ja? Oder wenn wir den neuen Job haben, dann erkennen wir, dass uns doch noch Punkte stören oder der neue Partner ja doch Makel hat. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das kennst, weil es kann gar nicht anders passieren, wenn es auf diesem Fundament aufgebaut ist. Und das ist der Grund dafür, dass wir versuchen, diesen Teil in uns zu befriedigen, der eigentlich sagt, dass wir nicht gut sind. Und damit versuchen wir, diesen Teil so ein bisschen, ja, dass dieser Teil Ruhe gibt, weil wir ihm quasi im Außen etwas geben, weswegen wir dann denken, oh, ich bin ja doch wertvoll, ich habe das erreicht. Oder wenn das so ist, dann bin ich wertvoll, dann bin ich geliebt. So, und ja, wie gesagt, das ist der Grund dafür, warum wir so extrem leiden. So, und jetzt nimm dir mal an diesem Punkt das Ziel, dich intuitiv zu ernähren. Was würde dann passieren? Du setzt dieses Ziel auf deinem Fundament des Selbsthasses. Wenn du dich erstmal intuitiv ernähren kannst und dein Gewicht so halten kannst und wenn du dich dann endlich selber lieben kannst, dann geht's dir besser. Ja, und somit wird die intuitive Ernährung oft zu einer neuen Form der Diät. Neue Regeln, neue Verhaltensweise, neue Ziele, etwas, woran du dich festhalten kannst. Und in manchen Fällen lernst du sogar dann noch, dass du dich intuitiv mit schlechten Lebensmitteln ernähren kannst, solange du nur darauf hörst, dass es auch, ja, dass du echten körperlichen Hunger hast. Das heißt, Hauptsache das Ziel wird erreicht, dass du nicht zunimmst oder vielleicht sogar noch abnimmst. Und damit versuchst du, dieses Ziel wieder dazu zu benutzen, dass du glücklicher bist und dich irgendwie mehr annehmen kannst. Also ähnlich wie bei allen Zielen, die auf diesem Fundament aufgebaut sind. Und das kann immer nur für eine gewisse Zeit funktionieren. In dir ist die ganze Zeit der Teil aktiv, der denkt, anders und besser sein zu müssen, um überhaupt geliebt zu werden. Und egal, ob von dir selber oder von einer anderen Person. Und hier bist du noch lange, lange nicht an dem Punkt, dass du erkennst, dass überhaupt die Lust auf diese Lebensmittel, die dir eigentlich so schaden, dir gar nicht gut tun und eigentlich gegen dich selber arbeiten. Das heißt, du kannst so gar nicht an den Punkt kommen, an dem du in diese liebevolle Selbstfürsorge kommst. Und dieser Drang und die Lust auf diese Lebensmittel sind nicht natürlich. Und diese finden ihren Ursprung im emotionalen Essen, in Verknüpfung zwischen Essen und äußeren Umständen oder Emotionen
oder in Gewohnheiten. Das heißt, was bringt es dir, wenn du dich intuitiv ernährst, scheinbar intuitiv ernährst, indem du auf deinen körperlichen Hunger hörst, also irgendwie wieder die Signale hörst und verstehst, ohne zu verstehen, was da für Gefühle in dir aktiv sind, weswegen du überhaupt diesen Drang hast oder wieso du überhaupt gegen dich selber kämpfst. Das heißt, ich kann dir heute sagen, dass dieses Verlangen, ja, das ist nicht normal. Das Fundament ist einfach das Falsche. Und eine intuitive Ernährung ist auf einem anderen Fundament aufgebaut, wo emotionales Essen gar keine Rolle spielt, weil die Emotionen in dir nicht mehr aktiv sind. Die du eigentlich nicht aushältst. Ja, die, weswegen du vielleicht eigentlich isst oder deinen Körper perfektionierst. Und wie gesagt, dafür müssen wir richtig knallhart ehrlich zu uns sein. Das ist aber der einzige Weg, wie es uns möglich ist, dieses Fundament zusammenbrechen zu lassen und ein neues aufzubauen. Das heißt, eine intuitive Ernährung ist aufgebaut auf einem Fundament der Selbstfürsorge. Das bedeutet aber auch, dass du das alte Fundament wirklich einstürzen lassen musst. Und dafür musst du dich in der Tiefe kennenlernen, erkennen, was da für Anteile in dir sind, die sich eigentlich leer fühlen, die sich nicht geliebt fühlen, was ich stattdessen ausdrücken möchte und so weiter. Und wenn du das schaffst, dann kannst du dir ein Fundament auf Selbstfürsorge aufbauen und dann behandelst du dich eigentlich wie dein eigenes Baby. Ja, und deinem eigenen Baby würdest du auch nicht sagen, wenn du Hunger hast, isst Süßigkeiten, egal was mit deiner Gesundheit ist, Hauptsache du isst nicht über deinen körperlichen Hunger, egal was mit Zucker in deinem Körper passiert, egal, fühl gar nicht in deinen Körper hinein, wie die Auswirkungen sind, fühl nicht, wie es dir morgens geht, wenn du aufstehst, wenn du Emotionen gerade hast, dann ist, aber Hauptsache es ist auch, weil du irgendwo körperliche Signale spürst. Nein, das ist keine intuitive Ernährung. Eine intuitive Ernährung ist das Resultat aus Selbstfürsorge, wie du mit dir selber umgehst, dass du liebevoll für dich selber sorgst. Du kennst dich in- und auswendig, du weißt, dass du tiefe Seelenwunden hast. Du weißt, wann du wie auf sie reagierst. Du weißt, wenn du getriggert wirst. Du kennst die Anteile in dir, die denken, ja, anders sein zu müssen, um geliebt zu werden. Du weißt, warum das so ist. Du weißt, wie du anders mit diesen Teilen in dir umgehst, wie du sie liebevoll annimmst, wie du mit ihnen arbeitest, wie du sie in der Tiefe veränderst, wie du deine Emotionen überhaupt richtig wahrnimmst, wie du deine Emotionen veränderst. Du bist dein eigenes Baby und dein allergrößtes und liebevollstes Projekt, was es überhaupt gibt. Und dieses Fundament ist das, was das allerwichtigste ist, wo dein ganzes Leben drauf aufgebaut ist. Und wenn du einmal an dem Punkt bist, dann spürst du nach und nach, wie diese tiefe Leere überhaupt in dir verschwindet, weswegen du überhaupt den Drang hast, deinen Körper so mega zu perfektionieren oder dich mit irgendwelchen Essstörungen oder ähnliches abzulenken oder warum du überhaupt einen Drang nach gewissen Lebensmitteln hast, die dir selber so extrem schaden. Und du erkennst all die Verknüpfungen und die wirklich, wirklich tiefen Gründe in ihrer Tiefe. Und damit kannst du ein komplett neues Fundament auf Mitgefühl und Fürsorge aufbauen. Und genau aus diesem Fundament entsteht auch die Möglichkeit, dann intuitiv zu essen. Dadurch, dass du wirklich, ja, dass du dich wirklich kennenlernst und verstehst, dann kannst du überhaupt nur anders mit dir umgehen und dir selber wirklich in Mitgefühl begegnen. Also solange du das nicht machst, wird das alles niemals möglich sein und du wirst immer nur versuchen, anders zu sein, um irgendwie dich selber geliebt zu fühlen oder dich selber zu lieben. Und nur wenn du diesen anderen Weg gehst, dir ein neues Fundament aufbaust, nur wenn du dort angekommen bist, dann ist weder der Drang nach diesen Lebensmitteln da, noch denkst du dadurch irgendwie besser zu sein, sondern es passiert einfach ganz automatisch, denn du bist dir selber so viel wichtiger. Du willst dir diese ganze Chemie, den Zucker, all diese Inhaltsstoffe, das möchtest du dir gar nicht mehr antun.
weil du dir selber auf einer ganz, ganz anderen Ebene begegnest. Und das hat nichts mehr mit einem Kampf gegen diese Lebensmittel zu tun, dass du dir das irgendwie verbietest oder ich darf nur dann und dann essen und jetzt, nee, das sagt aber die intuitive Regel nicht. Und ja, du möchtest das überhaupt nicht mehr, weil du in einer Liebe zu dir selbst bist. Ja, und wie gesagt, versetz dich immer mal in die Frage rein, würdest du so mit deinem eigenen Baby umgehen? Es hat nichts mit einem liebevollen Fundament zu tun. Ja, und wenn du da angekommen bist, dann ist das Ganze eine Selbstverständlichkeit geworden und der Drang nach dem Ganzen ist schon lange nicht mehr da. Und du hast eine ganz, ganz andere Verbindung zu deinem Körper und du spürst genau, welche Lebensmittel dir gut tun und welche nicht. Und dann hat das nichts mehr damit zu tun, dass du irgendwelche Regeln befolgen musst. Und das, ja, das ist für mich eine echte intuitive Ernährung. Alles andere, das schafft nur weitere Distanz zu dir selber, das schafft weitere Regeln und noch viel schlimmer, du baust das Ganze auf einem völlig falschen Fundament auf und kannst so über die intuitive Ernährung den gleichen falschen Weg gehen wie mit allem, was du einfach im Außen erreichen willst, um irgendwie glücklich zu werden. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Es ist das Gleiche wie eine andere Diät, solange es aus den falschen Beweggründen kommt. Also, ich hoffe, dieses doch sehr, sehr komplexe Thema hat das Ganze noch mal ein bisschen verdeutlicht und wiedergespiegelt, warum auch ja, die intuitive Ernährung zu einem gefährlichen Trend meiner Meinung nach wird, weil wir müssen nicht darüber reden, dass die Diäten und auch der extreme Fitness-Lifestyle und so weiter alles etwas gegen dich sind, ja, was dich gegen dich selber kämpfen lässt. Und trotzdem sagt plötzlich die intuitive Ernährung, ist egal, isst den ganzen Kram, isst Zucker, isst Fastfood, Hauptsache du ernährst dich aus körperlichem Hunger. Und dabei dürfen wir bitte nicht den gesundheitlichen Aspekt vergessen, was wir unserem Körper eigentlich damit antun. Und das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Damit versuchen wir, ein Ziel zu erreichen, Selbstliebe, innerer Frieden und machen uns eigentlich selber fertig damit. Also wieder ein völlig, völlig falscher Weg. Und so kann eine ähnliche Sache von außen betrachtet eigentlich zwei völlig verschiedene Wege sein. Und deswegen versuch hier bitte mal zu überprüfen, wenn du dich gerade an dem Punkt befindest, was für dich eigentlich eine intuitive Ernährung bedeutet, warum du das Ganze machst, wie du angefangen hast, was du für Gedanken dabei hast, auf welchem Fundament das Ganze aufgebaut ist. Ja, und ich denke, das war jetzt erstmal, ja, genug zu diesem sehr komplexen Thema. Es ist ein Punkt, den müssen wir, glaube ich, in der Tiefe wirklich erstmal verstehen, dass wir verschiedene Anteile in uns haben. Anteile, die danach gieren, eigentlich geliebt zu werden und deswegen Dinge im Außen tun, um irgendwie besser zu werden, weil wir uns tief in uns minderwertig fühlen. Und diese Punkte, wenn wir aus denen handeln, dann kommt nie etwas Gutes dabei rum. Und das ist genau die Kunst, zurückzugehen. Zurück zu dem Ursprung und darauf ein neues Fundament aufzubauen. Also, wenn du Fragen dazu hast, wenn du dich austauschen möchtest, schreib mir super gern wie immer auf Instagram. Und dann freue ich mich sehr auf deine Nachricht und auf den Austausch mit dir und wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Sonntag und wir hören uns nächste Woche zur nächsten Folge.